Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Es ist mittlerweile der 2. Dezember und es wird Zeit für Odin war einkaufen, Weihnachten Spezial. Hier ist jetzt wieder, wie im letzten Jahr, Weihnachten, aber auch Geburtstag von der Kleinen, weil die hat ja einen Tag vorher Geburtstag. Und da habe ich gedacht, nehme ich mit drin. Und die fällt euch ja auch und deswegen habe ich das hier mit drinne. Einige Sachen werde ich euch nicht zeigen können, erkläre ich euch dann. So, ich habe hier einmal eine Süßigkeitenbox für mit so Tüten mit Weihnachtsmann Nikolaus, einzelne Weihnachtsmänner, große hier mit drinne, Schokolollis, dann so Kleinkram, Milka Schokoeier, also die mit der Flüssigkeit drinne und hier so Lutscher. Weil die Kleine, die steht nicht auf Schokolade. Das mag sie jetzt ehrlich gesagt nicht so. Lutscher und Kaubonbon ist ganz in. Lutscher, Kaubonbon, die sauren Drops und so was. Das ist, ja, Kaugummi auch. Das ist so ihr Ding. Aber Schokolade nicht so. Mal denn so ein bisschen Zartbitter oder Kokosflocken bei mir mitessen, aber. So, dass sie den ganzen Tag Schokolade um sich rumfuttert, ist sie eigentlich nicht so der Typ für. So. Dann machen wir, fangen wir hier vorne an. Das habe ich im letzten Video ja schon gezeigt. Da warte ich aber gerade noch auf die Antwort von der Firma. Das habe ich am Black, das werdet ihr mal im Black Friday Video vielleicht schon gesehen haben. Da habe ich hier eine Lampe gekauft, ja, die muss man dann so aufbauen, aber die haben mir die falsche geschickt. Ich habe Dino bestellt und ich krieg eine Giraffe im Zug. Ja, und die Kleine hat sich halt Dino gewünscht. Und jetzt kriege ich da erreiche ich hin. Ich habe da schon geschrieben, ich habe versucht anzurufen, ich habe stornieren gedrückt jetzt schon, in der Hoffnung, dass sich da denn mal einer meldet. Da meldet sich keiner. Jetzt hoffe ich, dass die sich rechtzeitig melden, damit es noch rechtzeitig umgetauscht wird. Oder vielleicht hat man ja die Möglichkeit, nur diese Giraffe umzutauschen. Weil es ja ein Set, die haben ja wahrscheinlich das einzeln. Dass sie mir einfach nur die Saurier schicken und ich schicke ihnen die Giraffe zurück, weil das andere ist ja alles richtig. Weil das muss zum Geburtstag muss die Lampe. Oder nee, das ist ja zu Weihnachten. Die ist zu Weihnachten. Das bringt ihr Christkind. Und da muss die Lampe bis dahin zusammengebaut sein, der Kabel muss gekürzt sein, bereit, dass ich sie Weihnachten dann anbauen kann oder einen Tag nach Weihnachten. Ja, dann habe ich so eine Backfolie geholt bei Lidl, diesmal in Weiß. Die ist für meine Mutter. Da kriegt meine Mutter. So, dann habe ich so ein Controllerkissen. Das ist jetzt meins. So. Da kriegt die große und die ist nämlich jetzt gerade da. Ich kann nicht so laut reden. Und ein Lamakissen. Und dann kriegt sie noch einen Gitarrenständer für mehrere Gitarren, weil sie ja wahrscheinlich irgendwann sich auch eine Western-Gitarre wünscht. So, dann haben wir hier noch was Großes. Ich mache erstmal die Großen runter. Also ist jetzt nicht alles, also nicht alles, was ich gekauft habe. Da ist auch Zeug mit bei, was meine Frau gekauft hat. Oder beziehungsweise Zeug, was wir zusammen gekauft haben. Ja, und das ist ein, wie heißt das, Kuscheltier-Aufbewahrungsdingsbums. Kommt an die Tür ran oder irgendwie, da kann man die Kuscheltiere so rin machen, damit sie halt nicht in der Box oder so im Weg rumliegen. Dann kriegst du von uns zum Geburtstag ein Bett, ein neues, ein großes, ein richtiges Bett. Also sie hat ja nur so ein Babybett, was, also die Babybett, was man halt dann halt eine Etage tiefer macht und Latten rausnimmt und dann halt den Lattenrost, also die Latten von der Seite komplett wegnimmt. Ja, für später, das haben wir alle ja schon gemacht und auch mit Einhörnern verziert und so. Und jetzt kriegt sie ein richtiges Bett.
Mit so einem Dachchen und dann so rosa Tüll und dann Fräuchen hat auch schon in Traumfänger. Der ist jetzt hier nicht mit bei, den hat sie oben noch. Und da haben wir uns geteilt, also die Hälfte zahlen wir, die Hälfte zahlt Schwiegermutter. Und das haben wir bei Otto bestellt. Der Link packe ich euch in die Beschreibung. Gibt es mit Bettkasten, ohne Bettkasten. Wir haben es ohne Bettkasten genommen, also ohne Schubfächer, damit die Luft ein bisschen besser zirkulieren kann, weil man weiß ja nicht. So, das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. Okay, dann fangen wir mal, ich würde sagen, Weihnachten machen wir zum Schluss. Wir fangen mit dem Geburtstag an, würde ich sagen. So. Hier ist auch noch was mit bei, was sie jetzt nicht direkt geschenkt kriegt. Das ist dann halt, ich packe das mal kurz aus, dass ich das dann einpacken kann. Das ist dann halt eher Deko, aber ist halt in der passenden Tüte dafür drin. So, kriegt sie einmal, kriegt sie Play-Doh, weil sie knetet sehr gerne, die Kleine. So, dann bekommt sie so ein Forscher-Set. Davon habe ich zwei Stück, zwei verschiedene. Zum Geburtstag bekommt sie das Kleine mit hier so eine Tüte und dann so, Fernglas und dann Netz und so was alles. Und dann kannst du auch hier so ein Becher mit Lupe und dann auch so eine Zange, wo man einen Käfer fangen kann. Und dann ist auch ein Lupen-Ding mit bei und so. Und eine Taschenlampe und was weiß ich alles. Und das ist jetzt das kleine Set. Und dann habe ich noch das große Set. Das kriegst du zu Weihnachten, das werdet ihr da gleich sehen. Da ist dann halt auch eine Mütze mit bei und eine Weste und noch andere Zeug. So, werde ich euch beides verlinken in die Videobeschreibung natürlich. Dann bekommt ihr Jingo, aber halt mit in Bunt mit Tierfiguren drauf. Ich hoffe, dass ihr das erkennen könnt. Ja. Dann bekommt sie ein, haben wir schon Probehören gemacht. Bei Fräuchen hört er immer gerne Probe, die. Ja. Kriegt sie Gruffalo, den großen. Und den kleinen bekommt sie dann halt zu Weihnachten. So. Dann bekommt sie einen Skelett. Ja. Ein Skelett Schlafanzug zum Geburtstag. Passend für das neue Bett. In Schwarz hat sie ihn von mir schon bekommen. Und ich hatte eine Rosa gesehen. Und in den Schwarzen passt sie bald nicht mehr rein. Den liebt sie auch total. Der leuchtet abends und so. Steht ja auch auf Halloween und so. Und jetzt kriegt sie halt Rosa. So. Und dann halt als Deko für ihren Geburtstag. Jetzt muss ich mal hier kurz. Obwohl ich bräuchte, kann euch ja nur die eine Seite zeigen. Die haben auch schon mal besser verschickt, aber jetzt immer gleich in der Tüte ist halt doof. So. So, da ist halt die Deko mit bei für Dino. 4 Jahre habe ich nicht gekriegt. Deswegen ist da eine 7 mit bei. Mit Happy Birthday, mit Dinos drauf. Und dann, ja, die 7. Die packen wir weg. Wir haben auch schon eine 4 gekauft. Also das ist nicht das Problem. Eine Zahl haben wir. So. Das ist jetzt sozusagen. Können wir das nicht hoch so machen? Nimmt zu viel Platz weg. So, genau. Ruffalo. Dann kriegt er nämlich wieder zugeklappt. Das ist Geburtstag.
Geburtstag. So, da suchen Frauchen und ich dann gleich aus. Also ich werde diesmal nicht so viel zu verpacken haben. Frauchen sagt, sie möchte am liebsten alles selber einpacken, damit es vernünftig aussieht. Aber ich darf trotzdem was einpacken. Ich habe mit ihr verhandelt. So. Und für die Große packt Oma ein. Das ist bei Oma. So. Achso, und die Geburtstag, kommt denn das noch dazu? Da habe ich bei Vintage oder so, ehemals Kleiderkreisel, bestellt. Also da wurde mir ganz nett weitergeholfen von dem Verkäufer, weil der hatte mehrere Sachen, der hat seine Schleichsammlung aufgelöst und da wollte ich eigentlich, ich wollte mehr von ihm haben und wollte aber nicht für jeden Artikel extra Versand bezahlen. Dann hat er gesagt, du kannst eine Sammelbestellung aufmachen, machst du so, so und so und so. Und dann habe ich das gemacht. Dann haben wir erstmal noch bedankt dafür bei ihm und so. Fand ich ganz cool. So. Und der hier auch noch. Genau. So. Und da habe ich jetzt für die ganzen Tiere, die ich euch jetzt zeige, habe ich mit Versand 45 Euro bezahlt. Ne, 44 Euro ein paar Zerquetschte oder so. So, da kriegt sie einmal einen Dino, der jetzt auch schon so nach dem Neueren ist, so mit Fell, mit Federn meine ich. Den kriegt sie. Und ich werde die ich habe ja Switchbot-Videos gemacht. Ich habe hier einen Haufen kleine Pakete weggepackt von Switchbot. Und da kommt in jedes Paket kommt einer rein. Und die kommen dann alle in ein größeres Paket. Und dann kommt dann nochmal ein anderes Paket. Wahrscheinlich. So habe ich mir das gedacht. Aber darf auch nicht zu viele Pakete machen, weil sonst hat sie keinen Bock mehr, die Kleine auszupacken. So, dann habe ich zwei Kängurus. Jeweils mit Kind, was rausguckt. Einmal ein Känguru stehend, wo das Kind so rausguckt. Und einmal Känguru so gebückt. Ja. Dann habe ich einen Panther. Wieso ist denn der so komisch verfärbt? Also der soll so sein. Der ist nicht ganz schwarz. Der hat so ein bisschen Musterung. Ah, ein Panther. Dann einen Leopard. Da sind so ja noch die Schleichaufkleber drauf. Ein was ist das? Schneefuchs, Polarfuchs? Nee. Keine Ahnung. Ein Faultier. Das kann man auch oben hier so ranhängen. Ja. Dann ein Schnabeltier. Ein Fuchs. Ich bin gleich fertig. Kann ich schon was mitnehmen? Gleich, warte. Ein Fuchs. Da gab es nämlich letztens Ärger,
Mein Frauchen hat einen Fuchs aus Berlin mitgebracht. Eine Figur. Eine Figur? Also nicht keinen echten Fuchs. nicht, dass er denkt, wir halten hier Füchse oder so. Nein, eine Figur. Ich finde, man konnte sehen, dass es ein Fuchs sein soll. Juna guckt sich das Ding an. Das soll ein Fuchs sein. Das ist kein Fuchs. Ja, und ja, da war sie dann bedient. Das Stinktier habe ich noch gekriegt. Das habe ich ewig gesucht. Das gab es nämlich mal einzeln und dann immer nur in der Box. Und die war halt sehr teuer, die Box, weil irgendwie das nicht mehr gemacht wurde und die Preise irgendwie nicht gesunken sind. Es gibt halt Schleichtiere, die wirklich nicht billiger werden, eher im Gegensatz teurer werden. Und das ist schon heftig, also was man da manchmal zahlt. Jetzt will sie ja noch Pferde, damit sie hat so eine Lieblingsserie, Spirit. Und da sind verschiedene Pferde mit bei. Spirit, Gouverneur, Bumerang. Wie heißt die gesprenkelte Ding? Schoko. Und der Esel noch von dem Typen. Schickalinda. Ja, und Möhre heißt sie. Ja. Und da brauchst du jetzt natürlich noch viel mehr Pferde, hat sie uns erklärt. Sonst kann sie das doch nicht nachspielen. Sie braucht viel mehr Pferde. Sie hat, wie viel hat sie? 8 Pferde, 9 Pferde? 6. Sie braucht noch mehr und andere, damit sie das nachspielen kann. Uiuiuiui. Und Tiere braucht sie natürlich auch noch viel mehr. Das reicht ja nicht, was sie hat. Sie hat so, sie braucht von allen die Tiere, alle Tiere braucht sie. Und 3-mal. Mama, Papa und Kind braucht sie. So, dann das ist jetzt Weihnachten. Da habe ich hier noch was. Ich weiß aber nicht, ob ich den Namen nennen darf oder so. Also das ist nicht von mir. Das wurde mir geschickt. Das ist für Josie zu Weihnachten. In Fire Tablet 10. Das passt auch ganz gut, weil ihr Achter hat sie schon einen Riss drin. Und wird ständig benutzt. Frauchen schenkt der Kleinen auch noch eine Schneekugel mit einem Engel. Hätten wir auch mit einem Wikinger nehmen können. Ja, ich will ja noch ein Buch. Die eine ist doch kaputt gegangen und da war sie so traurig. Ach, die eine ist kaputt. Welche ist kaputt gegangen? Die mit dem, so eine kleinere, da war auch ein Engel und da war sie sehr traurig. Ach so, stimmt. So eine neue. Ja, eine von ihr ist kaputt gegangen und deswegen halt eine neue. Aber ich will auch noch ein Buch holen, habe ich in meiner Wunschliste. Die Abenteuer der kleinen Wikinger, Odin und die kleinen Wikinger oder sowas. Ja, ist ne? Geht nicht ab. Ach, geht nicht ab. Ist nicht schlimm. Das ist Perlen, Bügelperlen. Da kann sie dann halt Bilder machen. Also Untersetzer. Dann natürlich das kleine Gruffalo. Gruffalo-Kind. Für meine Katzen, also jetzt habe ich ja nur noch eine weiße Maus mit Fell, eine größere Maus, die Geräusche von sich gibt. Und dann noch 2 kleine zum Hin- und Herschießen. So, dann bekommt sie noch die Kleine ein. Dino-Ei, also wir wissen nicht, was drin ist, in irgendein Dino. Bestimmt auch wieder mit Glibber, so wie dem letzten Ding. So, dann hab ich hier, achso, ja, das ist, ja, das und das. Das ist für Weihnachten. Mit Schneemann für die Kleine. Mit Weihnachtsmann für die Große, also für Josie. Das ist für Nikolaus. Das ist beides mit Zootieren. Irgendwelche Tiere drauf. Eins für Josie, eins für Juna. So, dann ein Puzzle für Juna.
Ich durfte ja nicht mehr. Ich habe noch ein anderes Puzzle. Ich darf ja nicht mehr. Frau hat gesagt, das ist zu viel. Und dann halt das große Forscherset. Das kann ich halt, hier ist leider nichts drauf. Aber hier, ist das nicht süß? Eine Forschermütze. Die viel zu groß ist. Die ist nicht zu groß. Kann man kleiner machen. Eine Forschermütze. Und was hat jeder anständige Forscher und Dino Dana? Natürlich eine Weste. Da kann sie alles reinstopfen. Und eine Forschertasche. Und dann ist hier das ganze Zeug. Hier kann ich es euch zeigen. Ein Netz. Irgendwas anderes. Karten über verschiedene Insekten. Ein Kompass. Eine Tüte mit kleinen Insekten. Und halt noch viel, viel mehr. Ich werde euch das alles in die Videobeschreibung verlinken. Was? Ich will nur erklären, warum sie es bekommt und nicht einfach nur so, denn ich will jedes Kind. Ja, weil sie forscht hat. Weil sie Käfer interessant ist. Ja, weil sie gerne mit Käfern rumhantiert und anguckt und alles dazu wissen will und ja, weil sie halt sehr neugierig ist und alles erklärt haben will. Und ich wollte eigentlich, das Große wollte ich haben, aber hier ist das. Der Nachteil bei dem Großen ist, deswegen habe ich zwei hier gekauft, falls ihr euch wundert, warum ich zwei gekauft habe. Hier ist nicht das Glas mit der Lupe mit bei dem großen Set. Und die Zange, wo mit so zwei Kugeln, wo man ein Insekt so greifen kann und dann auch gucken kann. Das ist bei dem großen Set leider auch nicht mit bei und dann noch zwei, drei andere Sachen. Deswegen halt ein großes und ein kleines Set. Bei dem Kleinen ist halt die Mütze, die Weste und so nicht mit bei und ja, so ein paar andere Sachen halt. So. Dann können wir das hier auch wieder alles akkurat einpacken, auch für die Miezis, also für die Tiger. Wo ich das gekauft hatte, da hatte ich ja noch beide. Ach, das Dino-Ei. So. So. Dit. Achso, genau. Schatzi, erklär mir nicht mal. Ich hab's versucht zu erklären. Also das ist praktisch für die Tür zum Anhängen. Nein, das ist eine Stofftierbox. Es ist wie so ein Holzgestell mit so Gummibändern dazwischen gespannt, dass man da die Stofftiere reinstopfen kann. Also es ist ein Gestell mit Gummibändern so dazwischen? Oder kann man von oben, von unten, von links, von rechts überall die Stofftiere drin machen? Und dann sind sie halt ordentlich verstaut und fliegen nicht überall rum. Und dann sind sie ordentlich verstaut und liegen nicht überall rum. Ach, da passt doch gar nicht so viel rein, als wenn du eine Kiste einfach nimmst und einfach eine Kiste machst. Nein, schon ganz schön viel rein. Ah, okay. Nein, lass mich überraschen. Ja, also das war, was ich jetzt hier so habe. Jetzt ist Schatzi natürlich schon hier. Ja, und ich würde sagen, wir teilen das jetzt gleich auf. Und das, was ich einpacken darf, das werde ich dann auch noch einpacken. Werde ich noch ein Verpackt-Video machen mit euch zusammen. Was diesmal wahrscheinlich nicht so groß ausfallen wird, also nicht so lang ausfallen wird. Und ich hoffe, hat euch gefallen. Wie gesagt, das Video und das Verpackt-Video kommt gleich danach. Ich schalte die dann, also die kommen nicht frühs online, ich schalte die händisch frei, wenn wir Bescherung gemacht haben und so und die Geschenke alle vergeben sind, dann gehe ich in YouTube rein und schalte so frei, also nachmittags irgendwann, nicht wundern.
soll ja keiner luckern, was er bekommt. Und ja, dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.